Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4. Season der Boshaftigkeit ist drin und wie versprochen geht's heute um die Herzen. Vier Stück, vier verschiedene gibt es ja. Rot, Blau und Lila und Schwarz. Und ich werde euch einmal erklären, was genau die Herzen können und vor allen Dingen, wie ihr die bekommt, beziehungsweise wie der einfachste Weg ist, die zu bekommen. Und vor allen Dingen, das können wir schon mal vorab sagen, die Herzen sind so broken, ihr müsst die spielen. Also Totenköpfe im Schmuck macht keinen Sinn mehr, ihr müsst auf jeden Fall die Herzen spielen, alles andere macht keinen Sinn. Ich hatte euch gestern im Video gesagt, dass ihr für den Start, damit ihr hier diese Werkbank bekommt, den Anfang von der Season Quest machen müsst mit wie heißt der Typ? Cormond. Um das komplette Potenzial auszuschöpfen, müsst ihr die komplette Questline spielen. Die geht ungefähr eine bis anderthalb Stunden. Wenn ihr richtig schnell seid und auf Weltstufe 1 da durch jumpt, dann schafft ihr es sogar noch schneller. Ich habe eine Stunde und 15 Minuten gebraucht. Ihr werdet das bestimmt auch so um den Dreh schaffen. Und dann habt ihr hier diese Werkbank und an der Werkbank könnt ihr natürlich Herzen herstellen mit dem Schmiedematerial. Ihr könnt Handwerkstruhen herstellen, da komme ich gleich drauf zu sprechen. Und ihr könnt boshafte Ansucher herstellen, womit ihr im boshaften Tunnel, am Ende des Tunnels, nochmal boshaft Gegner rufen könnt. Das würde ich jetzt alles erstmal am Ende erklären, weil das ist nochmal so eine Sache für sich. Grundsätzlich gilt, dass jeder Elite-Mob, jeder Elite-Gegner eine Chance hat, zu einem boshaften Gegner zu werden. Das heißt, ihr müsst ihn einmal besiegen. Dann, habt ihr bestimmt schon mal gesehen, platziert sich so ein Käfig mit einem Herzen auf dem Boden. Das müsst ihr dann ansprechen, damit interagieren. Und dann kommt nochmal ein stärkerer Gegner. Und wenn ihr den besiegt, dann lässt er sein Herz fallen. Es gibt vier verschiedene Farben. Rot, Blau, Lila oder Pink und wie gesagt Schwarz. Am meisten werdet ihr sehen Rot, Blau und Lila. Und Schwarz ist wirklich sehr selten. Die Schwarzen sind aber auch komplett broken. Da komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Rot, Blau und Lila könnt ihr überall in der Welt finden und halt auch in diesen boshaften Tunneln, die gekennzeichnet sind mit so einem Blatt, wie diesem hier zum Beispiel. Da will ich gleich auch mal einmal reingehen und euch das zeigen. Und noch eine Sache zu der Questline und vor allen Dingen mit den Ansuchern, das heißt diesen Schlüsseln, womit ihr am Ende eines Dungeons, die heißen Ansucher, ich nenne sie jetzt mal Schlüssel, womit ihr am Ende eines Dungeons nochmal einen Gegner rufen könnt. Ihr müsst die Questline durchspielen, um ein ganz bestimmtes Rezept zu bekommen. Und das ist Ansucher von Varshan. Ist übrigens auch eine Questline in Battle Pass. Da müsst ihr auf jeden Fall einmal die Questline durchspielen, ganz am Ende einen Endboss besiegen, das ist Varshan selber. Und dann bekommt ihr das Rezept für Ansucher von Varshan. Dann müsst ihr einen boshaften Tunnel durchspielen, auf Weltstufe 2. Und ganz am Ende einen Ansucher von Varshan einsetzen und dann bekommt ihr das Rezept für verschlagener boshafter Ansucher. Den könnt ihr dann einsetzen auf Weltstufe 3, dort wieder einen boshaften Tunnel durchspielen und dort kriegt ihr das Rezept für gepeinigter Ansucher von Varshan und den könnt ihr dann einsetzen in Weltstufe 4. Und in Weltstufe 4 gibt es natürlich auch die höchsten Stufen der Herzen und da macht es natürlich Sinn, die Herzen dort zu farmen, vor allen Dingen die schwarzen Herzen. Ich habe jetzt gerade mal hier so einen Tunnel durchgespielt, hier den in Habitzer. Dort ist immer totale Gegner und dann ganz am Ende gibt es eine Abbiegung. Hier gibt es eine Abzweigung, es gibt einmal hier, da wo der Heilbrunnen ist, da könnt ihr Varshan herausfordern. Das ist wichtig für die Rezepte und Varshan lässt auch ein paar Items fallen. Und wenn ihr den anderen Weg geht, dann findet ihr eine boshafte Pustel, wo ihr die Möglichkeit habt, entweder einen zornerfüllten Auswuchs heraufzubeschwören oder einen boshaften Auswuchs. Das Problem beim zornerfüllten Auswuchs ist, dass dieser Ansucher, den habe ich nicht, den gibt es nur, berichtigt mich gerne in den Kommentaren, falls es nicht so ist, aber den gibt es nur bei Cormons Werkbank random, wenn ihr diese Truhen herstellt. Das zeige ich euch gleich nochmal, da müssen wir sowieso nochmal hin. Deswegen zornerfüllter Auswuchs, dort gibt es dann halt ein schwarzes Item, ein schwarzes Herz, das sind natürlich die besten.
Und ihr habt hier die Möglichkeit, einen boshaften Auswuchs zu machen. Dann wird das Ding hier rot. Und dann könnt ihr hier so einen roten herausfordern. Und bekommt ein eingesperrtes Herz. Wenn ihr mehr als 60% Leben habt, kosten eure Kernfertigkeiten alle 5 Sekunden Leben anstatt eurer Primärressource. Ja, ist ganz cool. Aber eigentlich wollt ihr immer schwarze Herzen. Warum? Schwarze Herzen sind komplett broken. Ich zeige euch gleich die vom Druiden, die ich habe. Da gibt es 3 verschiedene. Und einer davon ist komplett verrückt. Und die schwarzen Herzen habe ich bisher nur in diesen Tunneln gefunden auf Weltstufe 4. Nirgendwo anders. Ich bin heute bestimmt 50 Nightmare Dungeons gelaufen, habe nicht einmal ein schwarzes Herz gefunden. Ich bin aber nur 3-mal diesen Tunnel hier gelaufen und habe 3-mal ein schwarzes Herz gefunden auf Weltstufe 4. Also ich gehe stark davon aus, dass die schwarzen Herzen entweder nur in diesen Tunneln vorkommen oder extrem vermehrt. Und jetzt gehen wir nochmal ganz kurz zu Cormons Werkbank und dann zeige ich euch nochmal ganz kurz, welche Truhen ich meine. Ihr habt hier die Möglichkeit, unsteter Ansucher-Truhe zu machen. Da habt ihr die Möglichkeit, einen zornerfüllten Ansucher zu bekommen. Und ihr habt die Möglichkeit, unstetes Herz zu holen. Ihr habt die Chance auf ein zornerfülltes Herz. Ihr müsst jetzt selber wissen, wollt ihr den Schlüssel haben oder wollt ihr das Herz? Und es ist natürlich auch nicht bekannt, wie die Droprate hier ist. Von dem Herz bzw. von dem Ansucher. Wie gesagt, ich habe noch nicht einmal einen zornerfüllten Ansucher bekommen und ich habe hier schon 20 Dinge aufgemacht. Ist für mich aktuell irgendwie ein bisschen komisch, keine Ahnung. Was ihr auf jeden Fall machen könnt, und das würde ich auf jeden Fall auch empfehlen, ist alles hier auch schön zu verwerten, damit ihr diese Schmiedematerialien bekommt. Und mit den Schmiedematerialien würde ich persönlich nur die Ansucher holen für Varshan aktuell, weil das am meisten Sinn macht. Der gibt gute Items, der gibt Schmiedematerialien und der gibt halt auch Herzen. Jetzt wollt ihr natürlich wissen, was sind denn diese broken schwarzen Herzen? Und da kann ich nur sagen, die schwarzen Herzen sind wirklich extrem broken. Es gibt bei jeder Klasse, ich bin mir nicht sicher, ob bei jeder Klasse, auf jeden Fall beim Druiden, das sind die ich euch zeigen kann. Wenn ihr euch eine Liste ansehen wollt von allen Herzen für alle Klassen, ich werde die euch unten mal markieren in der Videobeschreibung. Da könnt ihr für eure Klasse gucken, welche schwarzen Herzen es gibt. Für den Druiden gibt es diese 3 hier. Einmal, eure Schaden über Zeiteffekte sind pro unterschiedlichen Kontrollverlusteffekt auf dem Ziel um 44% stärker. Bla bla bla. Den finde ich von allen am schwächsten. Dann gibt es noch den hier, den benutze ich auch gerade. Dort werden alle 20 getöteten Gegner ein Effekt rotiert. Da gibt es 3 Stück. Einmal 24% Angriffsgeschwindigkeit. Einmal Kern- und Basisfertigkeiten haben eine Chance von 19% eure Primärressourcen vollständig wiederherzustellen. Wer schon mal gesehen hat, wie ich mit dem Bild hier aktuell angreife, hat gesehen, dass meine Ressourcen immer voll sind. Ständig voll, voll, voll. Und dann noch brutal für eine Barriere, die 400 Schaden absorbiert. Und jetzt kommen wir zu dem Herz, was komplett broken ist. Kritische Treffer und sämtlich darauf folgender Schaden werden in den nächsten Sekunden von eurem Ziel absorbiert. Danach entlädt sich der absorbierte Schaden auf Gegner in der Nähe. Der gespeicherte Schaden erhöht sich pro Sekunde um 14%. Und damit hat Mango, einer aus der Community, der benutzt das Herz aktuell, bei uns 44 Millionen gemacht mit dem Herz. Und macht grundsätzlich alle Elite-Mobs One-Hit. Der greift die Gegner einmal an, dann wird 3 Sekunden lang Crit-Schaden gesammelt, übrigens von der gesamten Gruppe, und entlädt sich dann auf einmal und so macht der Millionen Schaden. 44 Millionen beim Weltenboss. War komplett, komplett busted. Dieses Herz ist auf jeden Fall ein Must-Have bei dem Druiden. Jetzt würde man sagen, okay, spiele ich alle 3 Herzen, passt ja in den Schmuck. Leider ist es so, dass man nur ein schwarzes Herz tragen kann, also nicht mehrere. Und man muss dazu sagen, wenn ihr einmal ein Herz drin habt, kriegt ihr das nicht mehr raus. Deswegen passt ganz genau auf, wo ihr das reinmacht und wie ihr das reinmacht. Die schwarzen Herzen können in jeden Schmuck rein, egal welche Farbe. Ich habe jetzt aktuell, ich werde es so machen, mein Bild ist noch nicht perfekt. Ich werde das schwarze Herz, was ich euch gerade gezeigt habe, reinmachen. Ich werde das hier reinmachen, was Crit-Schaden gibt. Das hier. Das hier erhöht den Crit-Schaden. Da gibt es bis zu 80%. Ich habe einen Roll mit, das kann ich mal gerade zeigen, mit 77%. Das ist schon fast Max.
Den werde ich auf jeden Fall reinmachen. Nochmal 77% mehr Crit-Schaden. Und dann wahrscheinlich noch. Ich weiß noch nicht, was noch. Ich glaube, ich werde den reinmachen, wo man in der ultimativen Fähigkeit die Gegner ranzieht. Das klingt eigentlich ganz cool. Also auf jeden Fall das Herz hier, das ist komplett busted. Den Crit-Schaden rein und dann noch eins. Aber allein die beiden sind schon so krass. Und ihr müsst überlegen, normalerweise hättet ihr ja da nur einen ledierten Schädel drin. Und hier kriegt ihr auch die Rüstung plus so einen brokenen Effekt. Naja, das waren hoffentlich alle Infos zu den Herzen. Ich finde die Herzen extrem spannend. Ich finde es schade, dass danach die Season, dass alle weg sind. Aber in der Season macht das natürlich extrem Spaß. Lasst mal gerne eure Meinung zu der Season und vor allen Dingen zu den Herzen unten in den Kommentaren stehen. Mich würde extrem ein Follow auf dem Kanal freuen, Leute. Wenn ihr mal auf Twitch dabei sein wollt, checkt auf jeden Fall mal den Twitch-Kanal ab. Ich würde mich extrem am Follow freuen und sage bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.